Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Im Namen des Masters und der Blu-ray und der heiligen Verpackung Review. Aber ganz im Ernst, bevor ich euch die nächsten 30 Minuten wahrscheinlich eher auf den Heiligen Geist gehen werde, lasst uns am Anfang noch einmal nicht über den Elefanten, sondern über die weiße Taube im Raum sprechen. Die kann nämlich grundsätzlich zwei verschiedene Bedeutungen haben. Auf der einen Seite könnte John Woo gleich ein mächtiges Badabum veranstalten und auf der anderen Seite ist es mehr so Friede, Freude, Eierkuchen. Denn bereits im 18. Jahrhundert, genauer gesagt im Jahr 1745, hat Papst Benedikt XIV. Gesagt, dass man den, also quasi echten und offiziellen Heiligen Geist auf Gemälden ausschließlich durch eine weiße Taube darstellen darf. Das ist dann natürlich auch der Grund, warum unser Heiliger Geist Gianni Garco als Spirito Santo mit einer weißen Taube unterwegs ist. Gut, die bringt halt in dem Fall nicht unbedingt Frieden, sondern etwas Ablenkung für die Feinde, damit er sie durchlöchern kann wie einen Schweizer Käse. Ist ja auch irgendwie was Friedliches, wenn dann die Schmerzensschreie wieder erlischen. Aber ganz im Ernst, das, was uns Play on Pictures jetzt in der 5. Ausgabe der Western Al-Arabiate-Reihe präsentiert war, überraschenderweise mal wieder nicht das, was meine YouTube-Kollegen Laser City Lights und Christian Koch vermutet hatten, aber dafür ein relativ interessanter und vor allem auch obskurer bis hin zu vergessener Spaghetti-West, wobei der Begriff Spaghetti-Western in dem Fall tatsächlich gar nicht zutrifft, denn es handelt sich um einen sogenannten Paella-Western und nein, dieses Wort habe ich jetzt gerade nicht erfunden. Und ein Paella-Western ist tatsächlich ein alternativer Begriff für einen Spaghetti-Western, der zwar in erster Linie unter italienischer Führung produziert wurde, aber in Spanien gedreht wurde. Und zusätzlich zum Paella-Western könnte man das Halleluja für Spirito Santo auch noch als Zapata-Western bezeichnen. Das bietet nach dem mexikanischen Revolutionsführer Emiliano Zapata einfach nur das Genre des Revolutions-Western gerne, dass eben ein einzelner Kämpfer in ein entlegenes Kaff kommt, um dann dort den Kleinen bei ihrem Aufstand gegen irgendeine gierige, übermächtige, korrupte, machtmissbrauchende Instanz anzukämpfen. Etwas, das man ja grundsätzlich auch in vielen anderen Western gesehen hat, wobei es in dem Fall eben interessant ist, dass man diese mexikanische Revolution damals eben auch bei den Paella Zapata Western dafür verwendet hat, in Italien auf Missstände im eigenen Land hinzuweisen. Das liegt nämlich einerseits daran, dass das Chaos in Mexiko nach dem Sturz des Diktators General Diaz ja eigentlich ähnlich war, wie nachdem die Mussolini-Ära in Italien zu Ende gegangen ist. Und dabei konnten die Regisseure, die überwiegend aus dem linken politischen Spektrum kommen, gerne ihre eigenen politischen Aussagen in eigentlich relativ massentauglichen, beliebten Filmen unterbringen. Und der erste Film, der damit quasi die Blaupause für das Genre des Zapata-Western geliefert hat, war der Film Töte Amigo vom Drehbuchautor Franco Solinas aus dem Jahr 1967. Und dieses Genre wurde dann in den weiteren Jahren immer öfter bedient. Im Fall von Ein Halleluja für Spirito Santo gibt's sogar noch einen bösen Gegenspieler namens Ubarte, der optisch die ein oder andere Ähnlichkeit mit Mussolini tatsächlich haben kann. Außerdem entdeckt man in dem Film natürlich auch diverseste Elemente an Religionskritik. Nicht nur durch den Titel oder eben das Ad Absurdum führen der weißen Taube. Es gibt eine Einstellung, die ganz eindeutig abgekupfert ist vom letzten Abendmahl. Spirito Santo legt in einer Szene die quasi Definition des heiligen Schein vor. Und damit ist der Film eigentlich ein relativ interessanter Genre-Mix. Auf der einen Seite durchaus politisch, aber auf der anderen Seite natürlich sehr schön plakativ und exploitativ. Vor allem, weil der Film Ein Halleluja für Spirito Santo aus dem Jahr 1972 auch schon einige spätere, etwas humorvollere Facetten des Western-Genres miteinander verknüpft. Und auf der einen Seite eigentlich
wirklich ein harter und ernstzunehmender Film ist, auf der anderen Seite allerdings auch dem typisch italienischen Slapstick-Humor nicht ganz entsagt hat. Dabei ist der Film zwar auf einer anderen Schiene wie die Bud Spencer und Terence Hill-Filme und legt beispielsweise nicht den Leuten das Schnodderdeutsch von Rainer Brandt in den Mund, hat aber trotzdem den ein oder anderen coolen Spruch, vor allem Spirito Santo, haut den ein oder anderen Karlauer bis One-Liner raus, dass es nur eine Freude ist beim Zuschauen. Und natürlich hat der Film auch einige nette Schießereien bzw. andere Sequenzen. Der Film lief damals Anfang der 70er Jahre über den Avis Filmverleih bereits in den deutschen Kinos mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren, allerdings in einer extrem stark geschnittenen Fassung mit einer Laufzeit von nur mehr ca. 81 Minuten wurden da über 13 Minuten Material aus dem Film herausgeschnitten, was allerdings interessant ist, weil es sich dabei eigentlich nie um irgendwelche Gewaltszenen handelt, um zensiert war der Film also schon damals, sondern in erster Linie um Dialogzensuren, Handlungskürzungen, damit man den Film einfach etwas gestrafft präsentieren kann. Jetzt auf der neuen Western Arrabbiata Box, die am 9. März 2023 über PlayOn Pictures exklusiv auf ihrem eigenen Shop erscheint, sind natürlich beide Schnittfassungen des Films enthalten. Aber bevor wir uns die Box jetzt dann tatsächlich näher und im Detail anschauen, vielleicht noch ein kurzer Blick auf Cast and Crew von Ein Halleluja für Spirito Santo, denn wir haben es hier mit einer weiteren Zusammenarbeit von Giuliano Carnimeo, dessen Hauptpseudonym Anthony Ascot auch in den Credits von diesem Film verwendet wird, und dem Hauptdarsteller Gianni Garco. Aber bleiben wir vielleicht zuerst einmal beim Regisseur. Der hat beispielsweise seine Karriere Ende der 80er Jahre dann etwas enttäuschend mit Filmen wie Redman oder Computron 22 beendet. Er hat allerdings auch Anfang der 80er noch den recht coolen The Executioner gedreht oder Hilfe, meine Frau geht wieder zur Schule. Flotte Teens und Sex nach Noten steht ebenfalls in seiner Filmografie, aber ich denke, in erster Linie kennen wir ihn als Regisseur von Italo-Western beziehungsweise respektive von als Regisseur von Sartana-Filmen, wie Sartana kommt, Sartana noch warm und schon Sand drauf, einer meiner absoluten Lieblingstitel ever, und Sartana töten war sein täglich Brot. Allerdings hat er auch noch die Django-Filme Ein Sarg voll Blut beziehungsweise Schieß mir das Lied vom Sterben gedreht und eben einige andere Filme aus dem ähnlichen Bereich. Das Drehbuch wurde unter anderem geschrieben von Tito Carpi, der beispielsweise auch Drehbücher beigesteuert hat für Filme wie Neon Killer oder Metropolis 2000 oder The Riffs 2, Striker 2, Shark, Stunde der Entscheidung, der Commander, das Alien aus der Tiefe, Rush, Atlantis Inferno, der dann großartig von Ruggero Deodato verfilmt wurde, beziehungsweise natürlich ebenfalls auch die diverse Italo-Western aus den 60er und 70er Jahren, eben zum Beispiel Django's Ein Sarg voll Blut, Sein letzter Gruß, Die Totengräber warten schon, Wo steht dein Sarg, oder auch Django spricht das Nachtgebet, ebenfalls ein relativ unterhaltsamer Film. Nur der Colt war sein Freund, oder der Fake-Django-Film für $1000 am Tag. Da findet man tatsächlich bei den insgesamt über 100 Filmen, die Tito Carpi geschrieben hat, den ein oder anderen, den sicherlich jeder schon gesehen hat. Geschrieben hat er das Drehbuch in dem Fall gemeinsam mit Federico de Uruzia, der beispielsweise auch die Drehbücher von Filmen wie Blutige Magie oder Antonius und Cleopatra geschrieben hat, aber der lediglich 28 Drehbuch-Credits in der IMDb sein eigen nennt. Gianni Garco kennen wir natürlich in erster Linie auch durch seine Einsätze bei den Sartana-Filmen beziehungsweise dann später auch anderen Italo-Western, wo er eben bei 1000 blutige Dollar den Django gespielt hat, oder auch bei Django der Bastard, wo er dabei war. Aber er hat dann neben seiner Rolle als Sartana, wo er teilweise so genial gespielt hat, dass ihn einige Kritiker damals sogar schon fast mit Klaus Kinski geschrieben haben, weil er diesen großen bösen Blick so wundervoll aufgesetzt hat, hat er auch noch
einige andere Dinge gedreht, beispielsweise unter der Regie von Lucio Fulci in dem wirklich spannenden Thriller Die sieben schwarzen Noten. Er war dann außerdem noch dabei bei Die drei Schwedinnen in Oberbayern oder Silvia im Reich der Wollust. Auch das sehr interessant. Oder Graf Dracula beißt in Oberbayern. Auch das ein ganz, ganz schrecklicher Film. In dem fantastischen Star Odyssey von Alfonso Brescia war er dabei und so weiter und so fort. Wir sehen außerdem an seiner Seite Chris Huerta, den wir gerade zuletzt erst hier auch im Blu-ray-Check zu Gast hatten, denn der hat beispielsweise auch eine kleinere Rolle bekleidet in der Nummer 4 der Western alla Rabiata-Reihe, nämlich Friedhof ohne Kreuze. Er hat auch im Geheimnis des Dr. Z mitgewirkt. Er war sogar ein uncredited Nebendarsteller im Original Django und ist natürlich neben diversen Auftritten in Italo-Western dann gegen Ende seiner Karriere auch noch durch beispielsweise die Rolle des Vaters in dem Film Die Stadt der verlorenen Kinder mit Ron Perlman in der Hauptrolle aufgetaucht. Dann sehen wir in dem Film Poldo Bendandi, der zum Beispiel auch in den Filmen Todesmelodie mitgespielt hat oder auch etwas absurd Anfang der 70er Jahre in Captain Raubein aus St. Pauli beziehungsweise Frau Wirtin bläst auch gern Trompeten. Ich liebe diese alten Filmtitel. Dann sehen wir in dem Film noch George Rigaud, der beispielsweise im Film Fantomas mitgespielt hat, also dem mexikanischen Fantomas aus dem Jahr 1932. Er hat dann den Count Petrovsky in dem Film Horror Express aus dem Jahr 1972 gespielt und generell zum Beispiel auch als Reverend Bronson in Labyrinth des Schreckens und über 200 anderen Titeln, darunter natürlich auch der ein oder andere Paella-Western, die hierzulande allerdings zum großen Teil nicht veröffentlicht wurden. Fortunato Arena hatte im Laufe seiner Karriere auch relativ viel Fortunato, denn auch er hat es auf eine über 200 Filme umfassende Filmografie in der IMDb geschafft, darunter Dinge wie Gunnar, König der Barbaren oder natürlich auch Heiße Grüße vom CIA oder sogar einige Nebenrollen in Bud Spencer und Terence Hill Filmen wie Zwei außer Rand und Band. Er hat sogar eine kleine Nebenrolle in Caligula gespielt und wir können dann an der Stelle weitermachen mit Carlo Gaddi, der zum Beispiel in kleineren Rollen in Filmen wie Die Viper oder Camorra ein Bulle räumt auf oder Hetzjagd ohne Gnade zu sehen war. Dann sehen wir Aldo Barberito, der in zum Beispiel der Edgar Wallace Verfilmung Das Rätsel des silbernen Halbmonds als Lieutenant Palumbo aufgetreten ist. Dada Galotti kennen wir aus Titeln wie beispielsweise Frankenstein 80, wo er den Butcher gespielt hat. Wir sehen Nello Pazzafini, über den wir auch schon einmal hier im Blu-ray-Check gesprochen haben. Der hat nämlich auch eine Filmografie, die über 200 Titel umfasst, darunter eine nicht näher benannte Rolle in einem meiner persönlichen absoluten Lieblingsfilme, dem Meisterwerk Supermänner gegen Amazonen. Aber er ist eben beispielsweise als Tango bei Vier Fäuste gegen Rio aufgetreten. Er war in beiden Arthur-Filmen zu sehen, beziehungsweise auch in kleineren Rollen bei Filmen wie Einer gegen das Imperium, Eher stärker als Feuer und Eisen, Endgame, das letzte Spiel mit dem Tod. Er war noch in der Bomber, in Banana Joe, in ein Super Bulle gegen Amerika und so weiter und so fort. 200 Filme sind halt schon eine Menge. Dazu sehen wir in dem Film auch Federico Boido. Ich glaube, den Witz habe ich schon gemacht, denn auch er war gerade erst vor kurzem hier in meinem Blu-ray-Check zu Gast, denn er hatte eine der wichtigsten Rolle als Kier in Mario Bavas Film Planet der Vampire, der ja vor ganz kurzer Zeit erst von Play on Pictures veröffentlicht wurde. Er hat den Keith in Apache Woman gespielt, beziehungsweise Film. Nein, das war's. Außerdem haben wir eine Musik von Bruno Nicolai, der wahrscheinlich in den Ohren aller großen Filmfans fest verankert ist. Er hat zwar bei insgesamt weit über 200 Produktionen an der Musik mitgewirkt. Seine bekannteste Komposition ist aber definitiv die des Main Themes von Django. Dadurch kamen natürlich einige andere Musikstücke von ihm, unter anderem in
Quentin Tarantinos Kill Bill Volume 2 oder Once Upon a Time in Hollywood zum Einsatz. Er hat außerdem mit dem Pseudonym Paul Clemente noch die Filmmusik von Caligula beigesteuert, beziehungsweise auch noch bei anderen Titeln wie Sie tötete in Ekstase, Der Schwanz des Skorpions, Sartana kommt, Zwei Trottel in der Fußballliga, auch wundervoll, bis hin zu Der Hexentöter von Blackmore, die Filmmusik beigesteuert, auch das sehr spannend. Wir bekommen außerdem die Kamera gemacht von Miguel Fernandez Mila, der beispielsweise auch die Kameraarbeit bei Titeln wie Todeskreis, Libelle, Geheimcode Leopard oder Die Rückkehr der reitenden Leichen gemacht hat. Beziehungsweise wurde das Ganze dann geschnitten von Ornella Michelli, deren Karriere ebenfalls sehr spannend ist. Sie hat nämlich zum Beispiel für Joe D'Amato auch geschnitten, Titel wie Porno Holocaust, der letzte Film, den sie jemals gemacht hat, was ich durchaus verstehen kann, dass man danach dann seine Karriere an den Nagel hängen will. In der Gewalt der Zombies oder Maneater oder Sado stoßt das Tor zur Hölle auf. Sie hat aber auch mit Lucio Fulci zusammengearbeitet und Titel wie Silbersattel oder Die sieben schwarzen Noten geschnitten oder Wolfsblut insgesamt oder Don't Torture a Duckling. Insgesamt sind es auch hier 60 Titel, die von ihr geschnitten wurden. Auch Django, sein Gesangsbuch, war der Colt. War da mit dabei. Und last but not least möchte ich Jamie Perez Cubero erwähnen, der als Produktionsdesigner ganz offensichtlich einen Film über Genitalverstümmelung in Klostern gedreht hat. Also steht hier in der IMDb, der Titel heißt Scheide weg einer Nonne. Entschuldigung. Anyways, ein Halleluja für Spirito Santo, vergessen wir, dass mir das gerade aus dem Mund gefallen ist, ist der fünfte Teil der Western Arrabbiata-Reihe von Play on Pictures, bietet meiner Meinung nach einen durchaus unterhaltsamen Film, der vor allem mit seiner eben etwas unkonventionellen Mischung aus dem etwas härteren Revolutionswestern bis hin zu ein kleines bisschen Klamauk-Komödie liefert, der eigentlich mit seiner Religionskritik mit Dingen wie eigentlich dem Inspector Gadget des Italo-Western, wenn man so sagen will, eben mit dem Trenchcoat des Heiligenscheins beziehungsweise der fliegenden weißen Ablenkungstaube, ist das ein wirklich unterhaltsamer Film, bei dem man eigentlich fast so weit gehen muss zu sagen, man muss ihn gesehen haben, um zu glauben, dass er existiert. Und glücklicherweise kann man das jetzt auch, denn nachdem der Film Anfang der 70er Jahre zwar in den deutschen Kinos gelaufen ist und offensichtlich die ein oder andere Fernsehausstrahlung bekommen hat in der OFDB, ist hier beispielsweise eine 75 Minuten lange im August 1987 auf RTL Plus eingetragen, gab es von diesem Film weder eine VHS-Veröffentlichung noch eine DVD noch eine Blu-ray. Bis zum 9. März 2023 zumindest, denn das ist der Termin, an dem Play on Pictures exklusiv in ihrem eigenen Shop die Western Arrabbiata Nummer 5 Box mit diesem Film verkauft. Mir wurde dankenswerterweise für dieses Video ein Exemplar dieser quadratischen, praktischen und guten Verpackungsform zur Verfügung gestellt, weswegen ich mich darüber freue, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzuckers Blu-ray Check über den Film Ein Halleluja für Spirito Santo zu werfen. Selbstverständlich bleibt Play on Pictures ihrer Linie treu und veröffentlicht auch den fünften Teil der Western Arrabbiata Box im gleichen Format mit demselben Verpackungsprototypen beziehungsweise auch im gleichen Design Template wie bereits die ersten vier Titel aus der Reihe. Der einzige Unterschied ist, dass man als Leitfarbe diesmal nach Blau, Rot, Grün und Braun dieses Mal die Farbe Lila gewählt hat. Dabei hat man allerdings eben dieselben Muster und Meerecke hier auf dem Frontcover verwendet und auch dieses Mal wieder auf ein absolut wunderschönes gezeichnetes Frontcover-Artwork zurückgegriffen. Das kommt in diesem Fall nicht von irgendwo, das ist das alte italienische Original-Kinoplakatmotiv, nicht das, was in den deutschen Lichtspielhäusern verwendet wurde. Da gab es mehrere Kinoplakatmotive, von denen allerdings eines hässlicher war als das andere. Das, was wir eben hier auf dem italienischen Originalplakat gesehen haben, ist, finde ich, eine absolut großartige Darstellung. Auf der einen Seite
Der etwas bedrohlichere Gesichtsausdruck von Gianni Garco, die Art, wie er eben lässig seinen Revolver schwingt, um gleich ein bisschen was eben auch von der humorvollen Überzeichnung in dem Film darzustellen, beziehungsweise eben natürlich auch die auf ihm, ich glaube wahrscheinlich damals angenähte oder angeklebte, weiße Taube auf der Schulter. Dazu hat Player Pictures natürlich wie von der Reihe gewohnt auch dieses Mal wieder auf eine Spotlack-Veredelung auf dem Frontcover zurückgegriffen, hat dieses Mal ein Motiv, das etwas weniger aus diesem eigentlichen Coverformat ausbricht wie bei den anderen Cover Artworks, hat allerdings dieses Mal diese Elemente auch wieder sehr schön weiter mit der Spotlack-Veredelung mitgenommen. Im Fall ist das der letzte Ausläufer vom Lauf der Pistole, beziehungsweise eben ein Teil von Spirito Santos Hut. Das Ganze sieht hier absolut großartig aus auf dem Frontcover Artwork und wir können jetzt dann natürlich einmal den kleinen Vergleich mit den anderen Titeln aus der Box fortführen und uns hier eben beispielsweise die Elemente auf dem Spine, beziehungsweise eben auch den wieder Alternativtitel 2 wie Blitz und Donner auf der oberen Seite von dieser Verpackung aus anschauen. Und ich persönlich muss sagen, dass auch wenn selbst für mich das Format am Anfang beim ersten Release noch sehr gewöhnungsbedürftig war, dass es jetzt mit dem Zuwachs der Reihe auf mittlerweile eben 5 verschiedene Titel ein Ende ist ja außerdem noch gar nicht absehbar. Man, hier finde ich schon eine sehr nette kleine Ecke in der eigenen Sammlung dafür reservieren kann. Wir schauen jetzt allerdings und reservieren die nächsten Minuten dieses Videos für das Backcover von dieser Veröffentlichung. Auch hier hat man diesen selben sandigen Untergrund, den man eben auch bei den anderen Titeln aus der Reihe verwendet hat. Wir haben das grundlegende Backcover-Motiv lediglich in Schwarz-Weiß, auch das etwas, das wir von anderen Veröffentlichungen der Reihe bereits gewohnt sind, bekommen in dem kleinen Rahmen hier die Inhaltsangabe zum Film, beziehungsweise eine weitere Beschreibung für die Macher des Films und die Informationen rund ums Bonusmaterial. Neben den bereits angesprochenen 2 verschiedenen Schnittfassungen des Films bekommen wir in dem Fall sogar 2 neu produzierte Featurettes, was ich absolut großartig finde. Das Featurette The Lone Rider läuft dabei 20 Minuten, zeigt uns quasi ein Interview mit dem Hauptdarsteller Gianni Garco, das allerdings offensichtlich ein Vintage-Interview im alten Bildformat 1:33:1 ist, das allerdings interessant aufbereitet wurde und eben in ein neu produziertes HD-Featurette mit qualitativ hochwertigeren Filmausschnitten und so weiter eingeschnitten ist. Aber was Play on Pictures tatsächlich exklusiv für diesen Release selbst neu produziert hat, ist das 21-minütige Featurette, sein Name ist Spirito Santo, was ein Interview mit dem Regisseur Giuliano Canimeo ist und was sehr interessant auf seine Karriere, auf die Produktion des Films und auf einige Facetten von Ein Halleluja für Spirito Santo blicken kann. Wir bekommen dann dazu eben noch etwas Bildmaterial und Werbematerial, aber können jetzt dann einmal ins Innere von dieser Box schauen und da bekommen wir mehr oder weniger dieselben Goodies, die wir von einem Release aus dieser Reihe gewohnt sind. Zuerst werfen wir da vielleicht einmal einen kleinen Blick auf das beiliegende Poster. Das zeigt uns natürlich das original italienische Kinoplakatmotiv von dem Film. Allerdings haben wir hier dann den deutschen Titel in Verwendung. Da sehen wir allerdings interessanterweise, dass auch wenn dasselbe Motiv verwendet wurde von Spirito Santo, das eben auch damals im italienischen Kinoplakat verwendet wurde, beziehungsweise auf der Frontcover von dieser Box Verwendung fand, sehen wir, dass es sich hier um eine nachgezeichnete Version handelt. Ganz besonders eindeutig ist das, finde ich, durch die komplett anders wirkenden Farben. Interessanterweise wurde hier von seinem Gelee die Farbe geändert. Es ist auch ein anderes Modell eines Revolvers in Verwendung. Hier die größten und deutlichsten Unterschiede, aber man merkt ganz besonders deutlich, dass der damalige Zeichner von diesem Plakatmotiv sich sehr bemüht hat, sich so nah wie möglich am italienischen Plakat zu orientieren, das aber meiner Meinung nach im direkten Schönheitswettbewerb immer noch die Nase vorn hat, weil sich einfach mit dem auch einfachen Hintergrund hier ein bisschen mehr tut, als einfach nur bei dem einfärbigen schwarzen Hintergrund von diesem deutschsprachigen Poster. Dann können wir natürlich auch in dem Fall wieder einen Blick auf das Booklet werfen. Auch das wurde wieder von Play on Pictures genauso gestaltet, wie wir es von der Reihe gewohnt sind und enthält 2 unabhängige Texte, auf der einen Seite von Marco Koch und auf der anderen Seite von Lars Johansen. Koch
hat sich dabei in erster Linie auf die historischen Hintergründe dieses Films konzentriert, eben die mexikanische Revolution ein kleines bisschen chronologisiert, beziehungsweise sehr schön, finde ich, auch auf die Geschichte von diesem Zapata-Western geblickt. Dabei ist dann der Text von Johansson gewidmet, in erster Linie eben dem Regisseur, beziehungsweise dem Hauptdarsteller und den verschiedenen, einerseits anderen Projekten, die die beiden noch im Laufe ihrer Karriere gemacht haben, beziehungsweise natürlich auch den Zusammenarbeiten. Und wenn wir dann einmal durch dieses Booklet, das insgesamt wieder 20 Seiten umfasst, geblättert haben, können wir auf der letzten Doppelseite dann noch einmal ein paar andere Kinoplakatmotive aus Belgien, aus Italien, beziehungsweise auch aus Deutschland sehen. Und dieses eine linke Motiv ist wirklich ganz, ganz grauenhaft. Das schaut auch so ein kleines bisschen aus wie ein Italo-Western in Oberbayern oder so irgendwas. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und wir können dann einmal auf den letzten Teil von dieser Verpackung blicken, nämlich das eigentliche Digipack. Das ist in dem Fall natürlich wieder wie von der Reihe gewohnt auch mit dieser Schwarz-Weiß-Ästhetik außen ausgefallen und hat wieder diesen starken, grieseligen, kratzigen Zerstörungseffekt, als wäre das eben ein altes Foto, das gefühlte Jahrhunderte in irgendeinem verrauchten Saloon gehängt ist. Im Inneren haben wir natürlich auch in dem Fall wieder den unter Anführungszeichen lila Weißdruck. Auch hier eben eine sehr einfache farbliche Aufbereitung, die allerdings in dem Fall einhergeht mit der Leitfarbe von diesem Release. Dazu gibt es eben unterhalb und auf den Discs hier zwei verschiedene Bilder, wobei wie auch bei den anderen Titeln aus der Reihe hier dasselbe Motiv immer auf der Disc und im Untergrund ist, sodass man die Bilder quasi eigentlich gleich sieht, egal ob die Disc jetzt eingelegt ist oder nicht. Das ist ja immer noch eine kleine Spielerei, die ich persönlich absolut großartig finde und wo ich echt sagen muss, mittlerweile bei der fünften Nummer ist natürlich die optische Aufbereitung von der Western Arrabbiata Box auf der einen Seite keine Überraschung mehr, auf der anderen Seite finde ich es als Fan von einheitlichen Veröffentlichungen und einheitlich aufbereiteten Reihen absolut großartig, wie es Play on Pictures hier quasi mit Leichtigkeit schafft, dass die Einheitlichkeit von der Reihe trotz Umbenennung des Labels zwischendrin absolut genau aufrecht geblieben ist. Etwas anderes, das Play on Pictures bei der Western Arrabbiata-Reihe konsequent aufrechterhalten konnte, war die fantastische Bildqualität. Der erste Titel, Die Grausamen, ist zwar bis heute der qualitativ beste Teil aus der Reihe, aber auch die drei nachfolgenden Filme haben immer mit für ihr jeweiliges Alter absolut fantastischer Bildqualität überzeugen können. Und da müssen wir uns natürlich in dieser Ausgabe von Playzockers Blu-Ray-Check mit der Frage konfrontiert sehen, ob der fünfte Teil, ein Halleluja für Spirito Santo, vielleicht zumindest in diesem Bereich einen kleinen Ausbruch aus der Norm darstellt. Der Film ist mit seinem Produktionsjahr 1972 auf jeden Fall mittlerweile bereits in seinem 50. Jubiläum angekommen und erscheint jetzt eben zum allerersten Mal überhaupt als deutsche Heimkino-Veröffentlichung, vor allem auch zum allerersten Mal überhaupt in High Definition. Deswegen freue ich mich darauf, im nächsten Segment von Playzockers Blu-Ray-Check mit euch über die Bildqualität von Ein Halleluja für Spiritus Santo zu sprechen, möchte das auch natürlich mit einigen Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer des Films illustrieren, möchte aber wie üblich darauf hinweisen, dass auch wenn ich diese Bilder zwar allesamt selber gemacht und in keinster Art und Weise irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slide schon nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber es wird wahrscheinlich nach den ersten vier Teilen aus der Western Arrabbiata-Reihe sowieso niemanden wirklich überraschen, wenn ich sage, dass ja, auch ein Halleluja für Spirito Santo sieht auf der deutschen Blu-ray absolut großartig aus. Ich würde sogar sagen, dass der Film einige andere Titel, die im Rahmen dieser Reihe veröffentlicht wurden, noch aussticht, weil man, finde ich, das Alter von 50 Jahren diesem Bildmaster überhaupt nicht ansieht. Natürlich anhand von der Ausstattung bzw. der Tatsache, dass es ein klassischer
Italo-Paia-Western ist, deutet schon einmal darauf hin, dass es eine ältere Produktion sein könnte, aber das Bild per se ist absolut großartig. Wir haben eine sehr gute Schärfe, die nämlich in dem Fall nicht nur die Kanten klar zieht, sondern die es uns auch immer wieder das ein oder andere Detail erkennen lässt, wobei man an der Stelle sagen muss, dass italienische Produktionen aus den 70er Jahren grundsätzlich nicht ganz so knackig und punktscharf sind wie andere internationale Veröffentlichungen, beispielsweise aus Amerika, was natürlich gut und gerne auch an dem damals in Italien vorrangig verwendeten Filmmaterial liegen könnte. Das, was die italienischen Filme allerdings immer ganz gut können, das ist eine knackige Farbwiedergabe und die ist auch im Fall von diesem Film über das Eastman Color Verfahren auf den Filmstreifen gewandert und bietet in meinen Augen leuchtende, kräftige und knackige Farben, die vor allem dieses satte Grün bei den Außenaufnahmen sehr schön darstellen können. Was ich bei Ein Halleluja für Spirito Santo ebenfalls cool finde, ist, dass ähnlich wie in den meisten italienischen Filmen es natürlich die ein oder andere etwas weichere Aufnahme gibt, entweder durch den nicht ganz perfekt gezogenen Fokus beziehungsweise einfach die Belichtungsverhältnisse, dass das allerdings nur recht selten auftritt. Was das italienische Filmmaterial allerdings grundsätzlich immer hat und auch in dem Fall wieder hat, ist ein relativ deutliches Filmgrain, das man natürlich eben auch hier auf den Screenshots ganz gut erkennen kann, das natürlich eben auch in seiner Intensität, zum Beispiel abhängig von den Belichtungsverhältnissen bei diesen Szenen, etwas variieren kann. Ich persönlich mag dieses Filmgrain, ich persönlich mag diese etwas rauschige Optik, vor allem bei den alten italienischen Filmen, weil das meiner Meinung nach irgendwie zum Stil von diesen Filmen dazugehört. Und wenn man sich diese Bilder ganz genau anschaut, dann merkt man, wie wundervoll und authentisch dieses Filmgrain in diesem Transfer rüberkommt. Hier wurde nicht mit irgendwelcher Digital Noise Reduction in das Bild eingegriffen. Wir haben keinerlei Doppelkonturen, flache, wächserne Gesichter, die immer wieder nämlich Nebeneffekte sind, wenn man allzu übertrieben gegen dieses Filmgrain vorgeht. Dafür muss ich allerdings sagen, ist die Intensität zwar deutlicher merkbar, aber eben für mich als Fan dieser alten Filme auch zu keiner Zeit störend. Ich persönlich finde das Play on Pictures mit der Bildqualität von einem Halleluja für Spirito Santo eine absolut großartige Leistung vollbracht hat und dazu hat das Encoding dann bei der ungekürzten 94-minütigen Fassung des Films auch noch satte 26,9 GB alleine für den Spielfilm zur Verfügung. Das gibt dem Encoder natürlich eben auch den entsprechenden Spielraum, um das Bild so darzustellen, ohne irgendwelche Kompressionsspuren, Blöcke, Artefakte oder Banding, was natürlich eben gerade bei der etwas rauschigeren Natur des Bildes durchaus wichtig ist. Das ist übrigens der einzige Unterschied zwischen der ungekürzten Originalfassung und der alternativen deutschen Kinofassung des Films. Diese wurde nicht extra von irgendeiner alten deutschen Kinorolle abgetastet, sondern wurde auf Basis des Masters der ungeschnittenen Fassung einfach noch einmal separat heruntergekürzt auf die Laufzeit eben der deutschen Kinofassung von 81 Minuten. Damit man allerdings auf der Disc beide Fassungen unterbringen kann, musste man Prioritäten setzen, hat diese natürlich richtigerweise auf die ungekürzte Fassung gelegt und beim Encoding bei der deutschen Kinofassung ein bisschen zurückgeschraubt. Da hat der Film nur 13,7 GB, was tatsächlich beim normalen Anschauen auch kaum auffallen sollte, aber natürlich durch die stark wechselnden Grainmuster, beziehungsweise wenn man alleine im Standbildmodus zuschaut, dann merkt man natürlich etwas mehr die Block- und Artefaktbildung, was allerdings jetzt per se auch nicht das Schauerlebnis großartig beeinträchtigt, vor allem, weil die deutsche Kinofassung ansonsten eben mit dem Master und damit auch der Qualität von der anderen Fassung identisch ist und eigentlich ja eh nur ein Bonusmaterial ist. Mit dem Film Ein Halleluja für Spirito Santo hat sich Play on Pictures für die Nummer 5 der Western alla Rabbiata-Reihe einen wirklich interessanten Film ausgesucht. Auf der einen Seite war es tatsächlich der erste Paella bzw. Zapata-Western, den ich überhaupt gesehen habe. Ein Genre, dessen Existenz ich gerade erst vor einer Stunde mitbekommen habe. Und das wirklich faszinierend ist, weil es grundsätzlich so ist wie ein klassischer Italo-Western. Aber ich finde auch von der Art der Inszenierung und der Präsentation und natürlich
natürlich eben auch der politisch konnotierten Handlung dann schon noch einmal etwas ganz anderes ist als ein reiner klassischer Italo-Western. Dazu, nachdem es sich bei Ein Halleluja für Spirito Santo auch noch um einen Film handelt, der eigentlich relativ geschickt die ernsten bzw. die humorvollen Elemente miteinander vermischt, bekommen wir einen Film, der sowohl das Blei als auch den Slapstick immer wieder in Richtung des Zuschauers wirft und damit eine unterhaltsame, abwechslungsreiche Filmerfahrung liefert. Mit 13 geschnittenen Minuten war die alte deutsche Kinofassung wirklich stark entstellt, weswegen es natürlich auch hier bei der ungekürzten Fassung den ein oder anderen Sprachwechsel gibt, beziehungsweise halt 13 Minuten an untertitelten Material. Generell für diejenigen, die das stört, die können auch auf die alte deutsche Kinofassung zurückgreifen und dabei jetzt ehrlich gesagt inhaltlich nicht allzu viel verlieren, weil man ja tatsächlich immer wieder bei den alten damaligen Synchronfassungen zwar Dialogschnipsel aus dem Film immer wieder entfernt hat, aber die Inhalte von diesen Dialogschnipseln dann an anderer Stelle ja auch irgendwie in die deutsche Synchro eingearbeitet hat. Nur für den Fall, dass man den Inhalt nicht eh komplett verfremdet hat. Play on Pictures veröffentlicht ein Halleluja für Spirito Santo. Wie gewohnt in großartiger Bildqualität, hat dann außerdem noch zwei coole in HD abgefasste Special Features mit an Bord, die definitiv sehenswert sind, weswegen der fünfte Teil von dieser Reihe genauso einen absoluten Pflichtplatz in eurer Western-Sammlung bekommen sollte, wie eben die vier davor.